Hallo. Wunderschönen guten Tag. Lang nicht mehr gehört. Lang nicht mehr gesehen. Oh, da ist der Chat noch drin. Na, ihr? Chat werde ich mal rausnehmen. Wie ist es? Ich hoffe, euch geht's gut. Packen wir den Chat mal hier hin. So. Ich habe gerade ein bisschen frei, deswegen werden wir jetzt Hitman spielen. Da habe ich nämlich Bock drauf. Spielen. Falls das lädt, wie es soll. Schauen wir mal. Ich höre zumindest was. Ich glaube, ihr seht sogar was. Kann das? Das ist schon mal gut. Die Frage mache ich, warte mal, mache ich mich hier noch aus oder nicht? Wo ist denn meine Maus? Da ist meine Maus. Zack, zack, zack. Ja, ist okay, ne? Das Grün beißt sich ein bisschen, aber das ist okay. Gehen wir mal rein hier. Ja, eigentlich sollte der Greenscreen an sein, weil ich habe was Grünes an. Also das Ding hier ist grün. Und das beißt sich, wenn ich... Das krisselt so ein bisschen. Aber das ist ja egal. Freelancer-Modus. Ich erkläre euch den Bums gleich mal. Spielen. Ich habe nämlich mal eine Runde gespielt. Und ich sag mal so... Wäre ich wirklich Auftragskiller, hätte ich sehr schnell große Probleme. Das ist halt leider wirklich so. Ich muss gleich mal gucken, ob der Ton und die Lautstärke passt. Das könnt ihr mir gleich einfach mal mitteilen. Ich weiß gar nicht, ob ihr alle den Freelancer-Modus kennt oder nicht. Ach, stimmt. Der krisselt hier so. Ich habe halt nicht das perfekte Oberteil dafür an. Was soll ich machen? Ich erkläre euch mal ganz kurz den Freelancer-Modus für die Leute, die das nicht kennen. Das ist quasi so ein Roguelike-Modus. Warum ist eigentlich mein Anzug so dreckig? Oder soll der da so rot aussehen? Man weiß es nicht. Es gibt verschiedene Missionen, die wir machen können. Und alles, was wir mitnehmen in die Mission, falls wir sterben, ist weg. Also wir sollten uns überlegen, wie wir das Ganze angehen. Und wir sollten uns nicht sonderlich dumm anstellen. Der Teil mit dem sonderlich dumm... Ist jetzt so eine Sache. Ich habe schon mal angefangen ein bisschen. Und zwar haben wir noch zwei Gegenden offen. Man muss hier so mehrere Missionsvorschritte machen und am Ende kommt dann so der Bösewicht von dem ganzen Ding und dann muss man den töten und abhauen und bla bla bla. Ihr seht das gleich. So. Wir spielen jetzt erstmal die Mission hier. Da gibt es ein Ziel. Und wir kriegen Bonuspunkte, wenn wir eine Wache vergiften, ein Ziel vergiften oder eine Wache blenden. Vergiften, vergiften. Das heißt, wir sollten das mitnehmen, um Leute zu vergiften. Blöderweise bin ich beim letzten Mal gestorben. Das heißt, ich habe einfach gar nichts mehr. Ich kann überhaupt nichts machen. Vielleicht ist hier in dieser Kiste noch was drin, die ich nicht aufbekomme. Okay, vielleicht finden wir ja auf der Map irgendwas. Wir gehen da jetzt mal hin. Die Kofferphysik, ja, die Kofferphysik ist auf jeden Fall wichtig. Das stimmt. Aber es wird wahrscheinlich wirklich ein sehr großes Durcheinander, weil... Naja, wenn ihr einen Fehler macht, dann seid ihr halt raus. So, es gibt kein Laden und kein Speichern. Ach, die Map ist das. Oh. Davon mal abgesehen, kenne ich die Maps halt auch alle nicht, ne? Okay, wir haben einen Bösewicht. Es gibt hier einen Versorger, da können wir für unsere Credits irgendwelche Sachen kaufen, was mir nichts bringt, weil ich noch keine Credits habe.
Unser Ziel ist hier hinten. Hier haben wir noch einen Kurier, da können wir uns auch noch Credits holen. Und auf der Map stehen manchmal so Kisten rum, da sind so Kleinigkeiten drin, die uns vielleicht weiterhelfen während der Mission. Aber das ist auch nicht so spannend. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir irgendwie nach da hinten kommen. Das ist bestimmt irgendwie machbar. Unbefugtes Betreten. Na super, ich bin direkt schon in einem Bereich, wo ich nicht hin darf. Ach so, ja, ganz geil. Cool. Wenn ich das hier loslasse, fällt das runter. Den habe ich überhaupt nicht gesehen. Guck, das fängt direkt so an. Ist doch scheiße. Ich bin wirklich der schlechteste Hitman der Welt. Ich habe ihn überhaupt nicht gesehen. Ich habe auf diese scheiß Winde geachtet. Waren das nicht gerade noch zwei? Ist nur der, ne? Komm, dreh dich einfach weg. Frage ist, dreht er sich irgendwann wieder um oder nicht? Hä? Der weiß, dass ich hier drin bin? Bewusstloser Zeuge. Zeuge ist natürlich schlecht, ne? Ja, dann sollten wir wohl das Genick brechen. Das ist natürlich, hey, wir haben eine Knarre. So, ich bin bereit. Können wir mal gucken, wie wir da hinkommen, wo wir hinwollen. Hallo. Dein Kollege ist, er kommt gleich. Eigentlich würde ich ja lieber hier lang. Okay, aber der ist ein Problem. Da hinten ist auf jeden Fall irgendein... Habe ich einen Laptop? Oh, die Ellie! Hallo Ellie, danke Ellie. Büste, kann ich die mitnehmen? Oh ja, die kann ich mitnehmen. Okay, hier drin bringt mir das aber alles nichts. Oh, unbefugtes Betreten. Okay. In dieses unbefugte Gebiet muss ich jetzt erstmal nicht rein. Moin. Hallo Motzki. Ihr seht, das ist, nicht so einfach. Da komme ich, da will ich eigentlich durch. Aber der erkennt mich. Okay, ich muss irgendeinen anderen Weg finden. Das war ein sehr einfacher Weg. Oh! Schraubenschlüssel nehme ich mal mit. Was haben wir hier noch? Nix mehr. Oh, 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 oh. Okay, wieder eine Etage näher. Da komme ich nicht rein. We were just discussing your stage stunt. Seems rather pagan if you ask me. Gift. Is not going mystical, I trust. Just adding a bit of oomph, your highness. Vorne ist eine Kamera. Wache Blenden kriegen wir nicht hin. Vergiften könnten wir schaffen, wenn ich irgendwo Brechmittel finden würde. Donating this year, or are you afraid I'll be?
Schönen guten Tag. Okay, da ist einer. Wo ist denn der Typ? Da hinten. Alter, diese Map ist aber auch fucking riesig. Oh, da ist ein Kurier. Wenn wir den umlegen, kriegen wir, Ziegel. Kriegen wir ein paar Credits. Ich habe so übersichtlich viele. Für 3,5 könnte ich mir aber schon fast vielleicht Rechtmittel kaufen. Wo ist denn der Kurier? Da hinten. Sir? Da oben ist er. Ich habe ein gutes, Scheiße, die Tür kriege ich nicht auf. Ich habe eine gute Klamotte, aber nicht die beste. Moin. Da oben ist eine Kiste auf jeden Fall. Ach, die ist über mir. Oh. Okay, ich muss doch eine Etage höher. Oh, ich muss vielleicht keine Etage höher. Hat der auf dem Kopf? Okay, du bist es. Wasserhahn. Bringt der Wasserhahn hier irgendwas? Okay, den könnte ich schubsen. In den Brunnen schubsen, bringt mir aber nichts. Okay, ich werde einfach, der wird doch eine Runde drehen. Der wird doch safe da wieder hochlaufen. Den kann ich doch hier bestimmt mir irgendwo wegsnacken. Bleib doch einfach hier stehen, das wäre ja super. Was hat er sich hingesetzt? Der dumme Esel. Also natürlich könnte ich ihm jetzt einfach einen Kopfschuss geben und weglaufen, aber... Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Ich will hier aber rein. Oh, danke. Da kann ich rein. Da haben wir Gift. Und eine Kiste ist hier auch noch irgendwo. Ach du Scheiße. Ich darf mich ja sowas von hier nicht aufhalten. Ja, moin. Ich gehe wieder. Das ist mir ein bisschen zu heikel hier oben. Wird vielleicht das Rattengift wegstecken. Okay, hier hin wäre super. Okay, hat er keinen Bock drauf. Also ich könnte ihn höchstens noch auf dem Weg vergiften. Beziehungsweise auf dem Weg, wenn ich ihn hier einfach umbringe, merkt das niemand. Glaube ich. Ich weiß nicht, ob die oben das hören. Sorry, hey buddy, this area is off limits. That's a good boy. No offense, but I hope I don't see you again.
Ich darf da nicht rein? Okay, Entschuldigung. Ich könnte da in das Fenster. Komme ich von hier auf das Fenster? Wahrscheinlich auch nicht viel von den Radiowecker anmachen und würde dann wen habe ich angelockt? Bringt mir das was? Ich leg die einfach mal um und guck, was passiert. Ja, die bringt mir wahrscheinlich nichts. Oder kann ich ihre Klamotten anziehen? Okay. Hab ich fast befürchtet. Hätte ja sein können, dass mir auch Damenklamotten passen. Seine Klamotten passen. Kriege ich beide hier rein? Ist ja genug Platz für zwei Leute drin? Oh ja, tatsächlich. Perfekt. Kann ich das ausmachen? Reicht. So. Oh, die kennt mich. Untertauchen nicht möglich. Ich geh mal zu ihm hier. Vielleicht hat er was für mich. Ach, der ist ein Raum dahinter. Lol. Nö, nicht durch die Kamera. Realarm könnten wir auch auslösen. Darf ich hier hin? Ja, ne? Brains and brawn men. Very admirable. Hier. Hey, you need anything? I got some cool stuff. Thanks. Mit BH ausstopfen. Ihr seht die Preise von den Dingern. Aber es sind auch geile Sachen dabei. Und dafür bräuchte ich erstmal die Kohle. Ich könnte einen Schraubendreher mitbringen, aber der bringt mir nichts. Ich hatte gehofft, dass der einfach eine coole Knarre hat. Ich müsste irgendwas zu essen finden, was ich vergifte. Dann werfe ich dem das hin, dann futtert der das. Aber dafür muss ich was zu futtern finden. Architektenlounge, Dach des Lagerhauses. Ich muss irgendwo eine Bar oder so finden. Was ist das hier denn? Spionieren. Ja, okay, das ist nicht der Raum für mich. Da kann ich rein, wenn ich in die Kamera laufen sollte. Wahrscheinlich auch hier, ne? Ja, okay. Aha! Ich hätte gerne diesen Apfel. Darf ich hier hoch? Okay, ich bin kein VIP. Ich hab einen Apfel. Kriege ich den Apfel vergiftet? Den
würde ich gerne vergiften. Aber ich glaube, das Rattengift muss ich wahrscheinlich in ein Getränk oder so mischen. Ah, ärgerlich. Darf man was erklären? Du darfst auch gerne was erklären. Oh. Hat einer Bock auf Apfelstückchen? Ich hab leider gar den Apfel zerstört. Okay, der da unten erkennt mich jetzt. Wo ist denn der Typ eigentlich jetzt hin? Ach, da unten. Ich müsste... Das Glas könnte ich vergiften, ne? Ja. Aber dann trinkt der das ja nicht. Oder ich baller ihm jetzt einfach in den Kopf. What a night. Du lässt mich hier nicht hin, ne? Me, ja. Ich hätte ja schon Lust, einfach den Feueralarm auszulösen und zu gucken, was passiert. Kameras dürfen dich sehen. Ja, okay. Macht ja eigentlich auch Sinn. Wie ich hier rausgescheucht wurde. Mist, ich hätte aus dem Fenster klettern sollen. Sprintet da oben. Darf ich wieder hoch? Okay. Ich hau dem jetzt einfach, glaube ich, in den Schädel. Ja, sind das viele. Okay, aber der Alarm ist wieder aus. Ja, tschüss. Ja, ich warte jetzt, dass der vorbeikommt, dann hau ich ihm den Schädel ein und dann gehe ich. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich den vergiftet bekomme. Wenn der nur da unten rumpimmelt. Ich werde ihn hier einfach umboxen, wenn der hier langkommt. Easy. Also die Frage ist, wann er hier langkommt, aber... Okay, wie unauffällig ist das, wenn ich ihm jetzt hier in den Schädel schieße? Ich habe das Bedürfnis, es auszuprobieren. Syndicate member eliminated. Well done, Peterson. Get back to the safe house. I'll be in touch. Das kann ja keiner mitbekommen haben. Hat niemand gesehen. Feindselig. Bla 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 bla. Ich muss erstmal Ausgang finden. Hat mich jetzt hier keiner enttarnt. Der enttarnt mich da vorne.
Ist auch gar nicht unauffällig. Wir können ja Jagd machen, ich muss nur schneller wegkommen. Die sind auch egal, ne? Ich find's gut, dass die keinen Funk oder so haben. Darf ich hier runter? Tatsächlich, ist das denn überhaupt der richtige Weg? Wo muss ich denn lang? Wo ist denn der scheiß Exit? Da unten, ne? Das heißt, ich gehe aber da lang. What's with that weird bird effigy? It's the annual phoenix ceremony. It symbolizes the collapse of civilization from which the Ark society. Darf ich hier runter? Oder hasst er mich dann? Oh, er hasst mich. Alles klar. Aber ich will da unten hin. Ach, scheiße, sind da viele. Was ist das denn jetzt? Oh, Mama. Okay, wenn ich den beiden in den Kopf schieße, da unten sind noch 1, 2, 3, 4 und Leute, die ich nicht sehe. Okay, der wird jetzt weggehen. Das ist jetzt einfach persönliches Enjoyment. So. Weil die doof sind. Chat, da müssen wir jetzt durch. Ob wir wollen oder nicht. Ja, Stealthy ist nicht so meins. Da ist eine Kiste, die ich noch haben will. Okay, den muss ich abpassen. Kein Bock, dass der mir in den Rücken fällt. Okay, da käme ich theoretisch wieder hoch. Okay, wir haben 1, 2, 3, 4, die beiden, 5, 6. Und den Dude hier oben, der wahrscheinlich kommt, wenn ich die beiden jetzt umholze, die ich jetzt umholzen werde. Weil, geht nicht anders. Aber ich nehme die kleine Waffe, ich glaube, mit der bin ich besser. Von hinten. Fast raus. Ich war fast draußen. Mann! It's Diana. I hope your wounds are healed. Oh, ich wäre fast raus gewesen. Und ich hätte eine Schrotflinte gehabt. Kam da einfach so Affen von hinten. Mann. Alles wieder weg. Scheiße. Das Tolle ist, da die das jetzt wussten, ist für den nächsten Standort, den ich jetzt für diese Kampagne brauche, erhöhte Alarmbereitschaft. Ist ja nicht so, als wäre das nicht schon schwierig genug. Alarmiertes Territorium. Ja, herzlichen Glückwunsch. Türen verschlossen lassen, Wachen eliminieren mit einer Schrotflinte und keine Fehlschüsse. Okay, ich brauche eine Schrotflinte. Well done, 47. We now know the current whereabouts of the syndicate leader. I've provided you with new intel. So, das ist jetzt die letzte Mission von dieser Kampagne.
Das heißt, wir wissen nicht, wer unser Opfer ist. Das müssen wir erkennen, indem wir die Sachen hier checken. Ohrringe, Halskette, Hut, schwarzes Haar, futtert, raucht und hat irgend so ein Geheimtreffen. Ohrringe, Halskette, Hut, schwarzes Haar. Foodie, Raucher. Okay. Das müssen wir irgendwie rausfinden. Safe journey, 47. Und noch jemanden mit einer Schrotflinte umlegen, nicht daneben schießen und keine Türen öffnen. Ja, wird gut. Ich glaub an uns. Welcome to Hokkaido. Scheiße. Das wird, oh, hallo. We finally tracked down the syndicate leader's whereabouts. However, we do not know the exact identity of the target. Und kein Feueralarm auslösen. Ja, aber der hat es leider nicht vermasselt. Ich hab's selber vermasselt. 1, 2, 3, 4. So you need to be tactical. To help you, we have the following information. They are attending a covert meeting. We also have the following description on their looks. We know that they have black hair. They are wearing earrings. They are wearing a hat and wearing a necklace. We have further intel that informs us that the target has a tendency to enjoy food of any kind, and they smoke. I hope these tells can be used to your advantage. Be careful, 47, and most of all, good luck. Ich kann das nicht hacken. Ja, oh. Kann ich ihn töten und sein Outfit klauen? Das ist ja einer von meinen Boys. Aber danke, dass ich so schnell hier teil sein durfte. Nett, dass er mir die Tür aufgemacht hat. Schraubendreher. Brauchen wir einen Schraubendreher für irgendwas? Nehmen wir den mit? Nee. Glaub nicht. Oh, eine Münze. Ja, vielen Dank. Okay. Das Gute ist auch, ich habe die Tür ja nicht selber geöffnet. Das heißt, das zählt dann auch nicht. Nice. Was kann ich hier machen? Kaltes Wasser abstellen. What up, Stream? Ja. Wer? Ich darf hier nicht rein. Ja, ich stehe doch hier nur. Okay, ich darf hier nicht rein. Ich gehe woanders lang. Der kennt mich. Alarmiertes Territorium, okay. Was ist das hier? Wieso bin ich auch an diesem komischen Ende von der Map gespawnt? In der Kampagne kannst du hier übrigens irgendwie runtertreten in die Quelle. Sehr lustig. Hilft mir aber nicht. Ich will jetzt hier erstmal aus diesem komischen Raum raus. Okay. Ich bin mir unsicher, ob die Verkleidung, die ich habe, mich weiterbringt, weil die hier direkt einen Sass auf mich haben. Was passiert denn, wenn ich die andere anziehe? Komme ich überhaupt noch rein? Okay, wenn ich einmal drin war, zählt das wohl. Zumindest kann ich mich die Etage schon mal ein bisschen weiter bewegen. Moin. So. Und zwar sind die alle arschweit weg. Okay, wir müssen uns sehr weit weg bewegen. Hier gibt's Sushi. Darf ich hier rein? Danke. Ich liebe diese Maps in Hitman, ne? Die sehen auch alle gut aus. Moin. Wie wird denn hier untertauchen? Oh, ich gehe in die Messer da hinten. Da oben ist wer.
Der hat eine Cappy aufgehabt. Cappy ist gut. Aber die war zu schnell weg. Speer in der Nähe. Nimm mal den Hammer mit. Okay, das heißt, wir müssen irgendwie in diesen Bereich hier rein, der wahnsinnig abgeschottet aussieht. Und vor allem zwei sind direkt sass auf mich. Das sind wahrscheinlich diese Speer oder sowas. Okay, wie komme ich da rein? Hier sind überall Kameras. Was ist das hier? Ausschalten Brückenlichter. Was habe ich davon? Da muss ich durch. Sind ja wirklich alle da drin. Okay, wir haben den Zugang hier draußen, wo ich nicht reinkomme. Oder von drin hier durch. Oder hier vielleicht. Okay, ich guck mal. Das bringt mir nichts. Das bringt mir... Sorry, Sir. I can't let you through here. Please move on. Okay. Und da komme ich wieder zu dieser Hot-Top-Scheiße, ne? Da wäre ich drin. Aber da durfte ich nicht rein. Okay, aber es ist der richtige Weg. Ich guck mal. Vielleicht komme ich ja irgendwie da durchgeschlichen. Ach, jetzt komme ich hier nicht mehr rein. Fuck me. Ja, ich bin ja schon weg. Okay, ich komme da nicht mehr rein. Das ist kackies. Komme ich hier irgendwie außen rum? Was ist das? Wie komme ich da hin? Oh! Das habe ich nicht kommen sehen. Okay, lol. Oh, doppelt okay. Warte mal. Woody... Was macht denn der da gerade? Naja, die Verkleidung war das mit der Tür. Das ist leider richtig. Ich würde ihn gerne fotografieren. Ach fuck, ich sehe nichts. Es waren auf jeden Fall schwarze Haare. Hier. Scheiße, ich bin hier komplett... Ich habe ein riesiges Problem. Ja, wie sie flüchten. Ja, die flüchten? Ich habe ein Problem. Mal wieder. Och nö, warum denn schon wieder? Ich bin so kacke in dem Spiel. How unfortunate. It rather appears that you ran out of luck. Wollen wir eine Runde Mensch ärgere dich nicht spielen oder so? Boah, ich kann. Back to the drawing board, 47. Ich dachte, wenn ich schnell genug durch dieses scheiß Fenster kletter, dann ist denen das völlig egal. Ah, learning by doing, da ist überhaupt nichts egal. Scheiße, bin ich kacke. Kann man sich ja nicht antun. Ja, das war ein mutiger Versuch, halt die Schnauze. Mann. Oh, ich hab Geld bekommen aus Mitleid, weil ich so scheiße bin.
Was ist denn ein Annäherungsmikrotaser? Okay, wir fangen den ganzen Bums nochmal an. Also, es gibt Kampagnen. Tödlicher Wurf, Halsbrecher, Axtkill, Messerkill. Und da sieht man, was die Auftragsziele sind. Lautloses Ausschalten, Wache unbemerkt ruhig stellen. Ah, leck mich. Schalldämpferpistole habe ich nicht. Fallenkill ist nicht so mein Fall. Ich nehme jetzt, glaube ich, einfach das erste. Ups. Schrotflintenkill, Maschinenpistolenkill. Das hört doch jeder. Was ist denn für eine scheiß Idee? Ich nehme das erste. Ich nehme der Eismann. Messerkill kriegt man hin. Halsbrecher kriegt man hin. Tödlicher Wurf. Betäubungsmittel unbemerkt ruhig stellen. Ja, komm. Wir nehmen den Eismann. Und wir fangen an in Berlin. Hier zwei Ziele. Ein Versorger. Ziel vergiften, vergiften, Pfeilschuss. Pfeilschuss haben wir nicht. Das heißt, Ziel vergiften wäre super. Und ich habe vergiften. Vielleicht ist es auch einfach der Mantel, mit der mir kein Glück bringt. Ich nehme wieder den klassischen Anzug. Ah, ein weißes, der war auch geil. Nee, ich nehme den klassischen Anzug. Hallo Merch. Das ist ein Hitman-Stream und ich bin leider wahnsinnig kacke. I'll be in touch when you reach your destination. Also nicht nur so ein bisschen kacke, sondern ich bin richtig kacke. Die fliegt scheiß Fliege rum, jetzt nicht mehr. Mistvieh. Ich brauche einfach eine schallgedämpfte Pistole. Ach, das war Berlin. Oh, Mama. Okay, habe ich irgendwas dabei? Tödlich, aber sieht keiner, ne? Das heißt, ich kann es einfach mit reinnehmen. Fällt das auf, dass ich so eine Ampulle Gift mit habe? Dürfte eigentlich nicht, wa? Danke. Das ist Berlin. Ich kenne die Berlin-Map. Die ist, wahnsinnig groß und verwinkelt. Ich nehme mit eine Kiwi. Ablenkung, Sprengsatz, Nahkampf. Sprengsatz gefällt mir. Ich könnte dir sagen, wo du eine ohne Money herbekommst. Eine schallgedämpfte Pistole. Die werde ich eh wieder verlieren nach 2 Sekunden. Da oben ist auch noch eine Kiste. Darf ich hier überhaupt hin? Ja, ne? Ich finde das schon raus, bestimmt irgendwo. Da oben ist ein Dude. Und da unten ist ein Dude. Okay, ich würde gerne erstmal den oben Dude nehmen. Dafür bräuchte ich eine Treppe. Das war die hier. Ich guck mal, wo ich da hinkomme. Da darf ich zwar nicht lang, aber vielleicht bin ich ja einfach komplett unauffällig. Wenn es Shinies gäbe in Hitman. Wenn ich so einen halben Skillpunkt mehr hätte in diesem Spiel, wäre auch geil. Eine Münze. Okay, der bewacht die Tür. Ach, da oben sitzt er noch. Er hält nicht die Tür, der bewacht hier den Bums. Ist auch der Einzige, ne? Keine Münze. Eine Münze wäre geil. Kann ich da nicht einfach hochklettern? Kann ich nicht. Belastend. Okay. Ich muss da hoch. Hallo. Hallo. Ich will, dass er mich beachtet. Hallo. Du bist so ein schlechter Wachmann, ne? Was ist ein anderer Weg nach da oben? Hier ist noch eine Treppe. Innen drin. Okay.
Theoretisch haben wir noch andere Möglichkeiten, hier hochzukommen. Der ist mir egal. Wir gucken, ob es vielleicht hier so eine Regenrinne oder so gibt. Da kann ich mich fallen lassen. Komme ich aber auch nicht da hoch. Da steht auch noch einer. Ah, okay. Wie hoch ist die Chance, dass wenn ich mich mit ihm prügel, er das da oben nicht mitbekommt? Wahrscheinlich für einen Arsch, wa? Okay, dann ignoriere ich den erstmal. Ich habe nichts davon, da hochzukommen. Außer ich würde hier vielleicht eine Verkleidung finden. Tue ich aber nicht. Warum nennt's da was? Boah, lass das bitte einfach eine Münze sein. Tüte mit medizinischen Pillen. Also Drogen. Hier ist nix. Okay. Ich habe das Gefühl, der Dude bringt mir auf jeden Fall schon mal nix. Okay, dann gehe ich wieder rein. Davon hab ich nix. Was ist das hier? Achso, kann ich einfach kaputt machen. Ja, okay. Berlin ist eine sehr, sehr geile Map, aber ich finde die auch sehr, sehr unübersichtlich. Ja, halt's Maul. Oh, das ist eine Garderobe. Kann ich mitbekommen. Ich dachte, das wäre ein Spiegel. Boah, ich bin so blind, Alter. Okay, dann gehen wir runter. Vielleicht ergibt sich auf dem Weg irgendwas. Moin. So stelle ich mir Merch im Club vor. Ich glaube, wenn Merch ein Partygänger wäre, dann wäre er genau so einer hier. So ein gediegener Kopfschuss wäre es jetzt, oder? Guck mal. Ich soll ja einen mit Betäubungskram ausschalten. Der Typ da steht die nächsten 3 Stunden da, wenn es sein muss. Wie soll ich den denn dazu bringen, nach Drogenkauf fragen? Wie soll ich es denn hinbekommen, dass der Betäubungsmittel frisst? Ich liebe Hitman, das ist schon cool. Das Outfit. Was mit euch?
eine Exit-Tür, die nicht aufgeht. Auch geil. Komme ich hier irgendwo rein? Ich bräuchte halt so Tech-Klamotten. Schlüsselkarte. Okay, ich bin schon mal im Tech-Only-Bereich. Was ich schon mal sehr, sehr gut finde. Die einzige Map in Hitman, wo ich mich nicht auskenne. Ich kenne die relativ gut tatsächlich. Also auch oben die Dächer, dann der Rockerbereich und sowas. Mit der Grasplantage. Also Orientierung ist nicht so bad. Aber hier konnte ich hoch, ne? Problem ist halt, dass ich diese Aufträge manchmal nicht verstehe mit Zielvergiften. Kriege ich ja nicht, weil er steht ja die ganze Zeit da. Das macht ja gar keinen, hat ja gar keinen Sinn. Aber der Sound auf der Map ist halt geil. Da sind zwei, da sind zwei. Der, ach, guck mal. Und der ganzen Sache näher. Der pennt. Da stehen zwei. Frage ist, geht der den Weg da hinten zurück oder kommt der hier lang? Wenn der hier lang kommt, habe ich ein Problem. Aber ich hätte gerne die Klamotten von dem Penner. Aber eigentlich muss ich das auch gar nicht. Ja, doch. Können die mal weitergehen? Können die mal arbeiten? Ja, ist halt wirklich nicht optimal gelöst, leider, was das angeht. Ich hoffe jetzt einfach, dass das keiner hier checkt. So, ich habe jetzt ein bisschen mehr Freiraum. Oh, fuck. Hey, we have an owner for this weapon. Oh, der hat eine Waffe fallen gelassen. Scheiße, hätte ich mitnehmen können. Ich will die Waffe haben. War jetzt einfach für die Knarre. So. Ist das ein Brecheisen? Oh, perfekt. Das heißt, irgendeine Tür werde ich aufbekommen. Muss noch gucken, was hier drüben liegt. Feuerlöscher brauche ich nicht. Untertauchen muss ich nicht. Okay. Ich werde mir jetzt unten diesen scheiß Türsteher angucken. Und
dann werde ich irgendeinen Plan erfinden müssen, wie ich den da von dieser scheiß Tür wegbekomme. Oder ich werfe ihn mit einem Explosiv-Baseball ab. Irgendwas werde ich machen müssen. Ich bin großer Fan von fliegenden Äxten. Muss ich trotzdem noch aufs Dach. Und ich glaube, dem werfe ich einfach den, den werfe ich mit dem Ball ab. Muss gucken, dass ich irgendwie rauskomme. Erlaubt ihr mir, dass ich hier durchgehe? Seid ihr Rocker, ne? Darf ich nicht durch. Dann gehe ich jetzt einfach raus zum Dach wieder. Das heißt zum Eingang. Und dann werfe ich dem einfach den Ball hoch. Ich weiß nicht, wie der Baseball funktioniert. Wäre geil, wenn der einfach explodiert, wenn ich ihn abwerfe damit. Warte mal, ich muss irgendwie raus. Ich weiß noch nicht wie, aber irgendwie muss ich raus. Warte mal. Ach, da ist ja wieder Merch. Ich bin richtig hier. Sehr gut. Prost. So. Und jetzt muss ich aufs Dach. Warte mal. Das kann ich auch einfach so hoch, oder? Alles ergibt sich irgendwie. Was kann der Ball? Wie funktioniert der? Sorry, mister. You can't just dump stuff around here, you know? Please take that with you. Wie explodiert der? Muss ich da irgendwas machen? Oder kann ich ihn damit einfach abwerfen? Ich will die Mission jetzt nicht versauen, aber ich würde es gern wissen. Komme ich hier vom Dach irgendwie runter? Warte mal. Ja, komme ich. Explodiert beim Aufprall. Ist eigentlich Quatsch, wenn ich das mache, oder? Ich meine, ich könnte ihn ja einfach mitnehmen. Ja, der hat ja keine Seltenheit, ne? Nö. Wie er geflogen ist! Das, fand ich witzig. Sprühdose immer wichtig. Komme ich hier irgendwo runter? Scheiße. Dürfen Sie mir nur nicht auf den Sack gehen? Ich gehe jetzt einfach. Bin ja Personal. Ist egal. Ja.
Affirmative, halt dein Maul. Hätte ich es auch gesagt. Guck mal. Einen mit einer Axt erworfen und einen Baseball am Kopf geworfen. Nice. Hat funktioniert. Ich weiß gar nicht, was das Problem ist. Ja, schade, dass das kein Unfall war. Ist ja richtig blöd. War jetzt erstmal schön auf Berliner Art mit meinem Fahrrad nach Hause. Stark. Unsichtbarer Killer. Easy. Aber die Wurfaxt war schon geil. Also da kann man jetzt nichts gegen sagen. Die Wurfaxt, die war schon gut. Hat mich überzeugt. Und wir haben immerhin mal einen Auftrag geschafft. Vielen Dank. Was haben wir denn in der Kiste drin? Eine Pistole. Einweg über. Die Blaseente. Ferngezündet. Stark. Einmal irgendwas zum Knacken. Was ist das? Oh, das ist die Pfeilpistole. Die will ich. Für Giftaufträge will ich die ja sowas von. Wir haben die Pistole mitgenommen. Die kommt dahin. Ja, Mann, die Pistole ist richtig geil. Ich weiß nur leider nicht, in welchen Schrank die jetzt käme. Ich nehme die einfach mit. Okay. Whittleton Creek oder Santa Fortuna. Whittleton Creek sieht nach Brechmittel aus. Wache vergiften, Ziel vergiften, lautloses Ausschalten. Ist Betäubungsmittel das gleiche wie Brechmittel? Weil wenn da steht, ich soll eine Wache vergiften oder ein Ziel vergiften mit Betäubungsmittel, ist ja das kein Brechmittel, oder? Ich nehme die jetzt einfach mal mit. Nicht dasselbe, okay. Wache vergiften kann ich aber machen mit der. Oder auch nicht. Steht ja nicht tödlich vergiften. Okay. Ah, Whittleton Creek, auch geile Map. Die Maps in Hitman sind einfach... Oh. Träumchen. Okay, eine Wache vergiften. Ist ja easy machbar. Was zählt denn als Wache überhaupt? Ist der Ranger hier eine Wache? Oh, das ist schon mal eine Kiste direkt. Moin. Ja, hat das Ding vielleicht ein Fenster hinten? Ja. Oh. Betäubungsmittel. Ablenkung. Wache vergiften brauche ich ja eigentlich nicht. Wesentlich alles, was auf die schießen können. Ja, okay. Wie viele Schuss hat denn diese Knarre? Ist das... Hat die einen Schuss? Die hat einen Schuss. Boah, das ist aber belastend. Ist ja gar nicht so OP, wie ich dachte. Dann gehen wir erstmal weiter gucken. Ein Schuss ist ja wirklich nicht viel. Komm, wir gehen eine Runde mit der Dame hier joggen. Vorsicht links. Oh, da ist eine Kiste. Ah, die ist drin und ich glaube, die sind nicht gut auf mich zu sprechen. Ja, okay, zwei Schuss. Ja, eins von... Ja, okay. Einmal nachladen. Einmal schießen, einmal nachladen. Macht Sinn. Ich würde aber gerne dann eine Wache nehmen. Die liegt da ganz da hinten. Ja, ich renne einfach einmal rum.
Oh, da steht ein Cop alleine. Ah, nee, nicht ganz alleine, da ist noch einer. Da haben wir einen Bauarbeiter. Da ist noch eine Wache. Ist hier wieder irgendwas drin vielleicht? Nein, okay. Was ist da drin? Propangasflasche. Ja, okay. Der füttert Enten. Okay. Könnte ich jetzt auch einfach auf den schießen? Also, wenn das keiner sieht, merkt das auch niemand. Das geht jetzt, das ist jetzt nicht wie angeschossen werden. Sondern dem wird dann einfach nur schlecht, korrekt? Das heißt, ich könnte jetzt irgendeine Wache nehmen für die Punkte und den einfach anschießen. Den hier zum Beispiel. Einfach, um es gemacht zu haben. Da irgendwelche Büsche? Nee. Das ist auf jeden Fall das Haus, wo ich rein muss. Okay. Ich darf nur keiner sehen. Okay, das heißt, ich könnte gleich einfach irgendwen anschießen damit. Einfach, um die Aufgabe abgeschlossen zu haben. Das ist schon mal cool. Die Münze nehme ich. Was haben wir hier? Garagentor öffnen. Dafür brauchen wir den Schlüssel. Kameras? Nope. Okay. Wir haben hier zwei Dudes. Ist ja eigentlich nicht so crazy. Das Ziel und diesen Spacken. Frage ist, wenn ich den jetzt Übelkeit baller, wo rennt der dann hin? Hey, did you grab the pack of smokes that was thrown over the fence from the old guy? Er hatte mich erschreckt. I'm trying to stop. You know, I think someone in there is trying to help the old geezer stop as well. By throwing his coffin nails over the fence? Seems pointless. I don't think I'm going to hold this down for long. So, was macht der jetzt? Wo geht der hin? Wo kotzt der? Oh, der geht den Weg hier lang. Oh. Den kann ich hier perfekt abfangen. Der kann dich nicht erkennen, wenn ihm übel ist. Ach lol. Na, ich hole mir den trotzdem einfach hier, weil hier ist eh niemand. Well done, 47. This will surely be a blow to the syndicate. You should get back to the safe house. I'll contact you later. Wenn, dann nehme ich auch die Waffe mit. Geil. Okay, die Waffe ist ja krass. Ich dachte zwar, der rennt ins Haus. Ich muss jetzt einmal rumrennen, weil ich da hinten nicht rauskomme. Macht es Sinn, jetzt noch die Kisten mitzunehmen? Eigentlich nicht, ne? Wenn wir tot, dann tot. Dann kann ich da auch rausgehen. Ich habe ja hier auch noch so, guck mal hier,
Da habe ich noch unbekannte Orte. Hier habe ich noch unbekannte Orte. Die muss ich ja eigentlich nicht abklappern. Also jetzt nicht zwangsweise. Ich würde mal sagen, wir fahren mit dem Bus nach Hause. Aus Berlin mit dem Fahrrad, Littleton Creek mit dem Bus. Stark. Okay, die Mission war easy. Nice. Na gut, 2x4 geschlagen. Nachvollziehbar. Oh, guck mal. Unterschlupfkosmetik. Ja, geil. Rein. Ich kann meinen Unterschlupf schöner machen. Ich glaube, die Pistole nehme ich jetzt häufiger mit. Beziehungsweise eigentlich bringt es... Ja, die ist schon stark. Ach, hier, guck mal. Das kannte ich nämlich noch, weil hier kann ich nämlich jetzt so mein Versteck ein bisschen schöner machen. Unter so ein paar Poster hinhängen. Ah! Break a Neck ist stark. Oh, wo ist mein anderes Bild jetzt hin? Bonn. Okay, wir haben zu viel Ausrüstung dabei. Alter, wie viele Waffen man einfach sammeln kann. Er ist immer noch nicht, wo die Seeker hingehört. Ich werde es irgendwann noch rausfinden. Ach, da kommt sie rein. Hier. Da. Noch irgendwas dabei? Nein. Okay. Dann guck ich erstmal kurz, was wir hier kriegen würden. Klassischer Gummienten-Fernzünder. Eine Blendgranate oder Brechmittel. Dann gehen wir mal rein nach Santa Fortuna. Wachen unbemerkt ruhig stellen, Ziel vergiften. Da ist die Seeker wieder dabei. You've done well, 47. We now have information on the syndicate leader's current whereabouts. Ist immer scheiße, nur wenn man das verliert, ist es einfach weg. Kacke. Was ist denn hier gut? Endgranate, Gummientenfern. Ich spiele nie mit so Gadgets. Ich weiß nie, ob die gut sind oder nicht. Ist da natürlich ein bisschen schwierig. Aber ich finde diese Enten witzig. Deswegen nehme ich. Guck mal, wie viele Enten es einfach gibt. Ich will alle Enten haben. So. Das heißt, wir nehmen die Seeker mit. Was brauchen wir denn? Der Eismann. Geheimtreffen. Dehydriert und Foodie. Brille. Ohrringe, Hut und braunes Haar. Okay. Fallschuss haben wir. Unbemerkt ruhig stellen. Kriege ich hin. Keine Fehlschüsse. Ist die Frage. Nee, scheiß auf eine Waffe. Weil unbemerkt ruhig stellen, dann kriege ich eh Waffen. Denon, WW. Danke für deinen Sub. Danke für 7 Monate. Have a good trip, 47. Vielen lieben Dank. Aber wie geil muss das sein, wenn so die ganzen Waffenregale einfach voll sind? So, wenn man alle Waffenschränke voll mit den Knarren hat. Ich glaube, dafür muss man hart reinsuchten, aber es wäre schon geil. So, diesmal versage ich nicht. Diesmal kriege ich den. Dehydriert, Foodie. Ah, das war Santa Fortuna, okay. Ich habe die halt alle in der Kampagne mal gespielt, aber... Ich kenne mich damit auch nicht mehr 100 Pro aus. Brechstange stark. We also know that the target suffers from dehydration, and they see themselves as a foodie. I'm sorry we don't have more. Good luck, 47. Asozial ist ja komplett da hinten. Da, da, da. Okay, ich glaube, hier gab es eine Münze oder so, ne? And how may I
help you today, Senor? Danke. Das ist wichtig. 1, 2, 3, 4. Okay, die sind alle in der Base da hinten. Das heißt, wir können eigentlich noch in Ruhe uns hier ein bisschen rumdingsen. Hallo Petri. Ein bisschen umgucken. Ja. Will ich hier rein? Da ist eine Münze. Ich würde die beiden gerne ausschalten. Ja, die sind alle in dieser scheiß Basis, okay. Wo ist denn der Versorger? Ich könnte auch so über die Brücke und dann hier rum. Ich versuch's einfach mal. Müsste jetzt ein Stückchen laufen, Freunde, aber das ist in Ordnung. Das ist eine Werkstatt. Werkstätten haben doch manchmal auch Sachen. Ach, nichts Spannendes, okay. Wer seid ihr? Irrelevant. Darf hier wahrscheinlich nicht sein, wa? Wer bist du denn? Another traveler finds his way here in search of a spiritual release. Come on in. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Warum hat der so einen Aluhut auf dem Kopf? Wow, they're really out of it. The brew has transported them to a place of tranquility and calm. It's a spiritual space for meditation and learning about oneself. You will see, once you try. Yeah, but I mean, they're like completely stoned. They perceive other things. Their senses no longer... Da sehe ich die Jungs beim nächsten Roadtrip. ...but rather the spirit world, which is all around us. Freaky. Danke, ich fühle mich jetzt erleuchtet. Mich hier rein. Ja. Nur mit Gewalt mal wieder. Was ist das hier? Oh! Zwei Brechstangen. Okay. Ich würde schon mal zwei Türen aufbekommen. Das ist schon mal nicht schlecht. Was ist das hier? Giftige Blume. Oh, nice. So, hier darf ich nicht rein. Ich möchte aber da rein. So. I'm in. Kann ich den schubsen? Nein, okay. Okay, ich muss gucken, wie ich die beiden auseinander bekomme. Aber hier unten, ist der hier? Ah, guck mal, da steht er. Ist das so? Ja, für 32.000 kriege ich ein legendäres Katana oder was? Ein Sniper für 6,5. Wir sind nah dran. Wir sind wirklich nah dran. Ach, nehme ich den Schlossknacker mit? Ich kriege auf jeden Fall einen vergiftet. Würde sich eigentlich schon lohnen. Vielleicht müssen wir irgendwo innen drin irgendeine Tür öffnen.
Aber der ist auch nur einmal verwenden, ist halt auch für'n Arsch. Bin ich early, dann will ich hier lieber so Knarren haben. Alter, guck dir dieses Katana an. Ist aber auch Quatsch, oder? Weil das fällt doch immer auf. Hast du das nicht auf dem Rücken? Du kommst doch damit überhaupt nirgendwo rein. Aber es ist geil, wenn man es hat. Don't hesitate to come back. I'm always open. Okay, ich will da oben wieder lang. Ich muss an den beiden Dudes da vorbei. Die ignoriere ich, glaube ich, einfach. Weil ich habe nichts davon, mich mit beiden anzulegen. 1, 2, 3. Wo ist die 4? Ach, da 3 und da 1. Wäre natürlich kacke jetzt, wenn das der eine ist. Ich bete jetzt einfach, dass ich den richtigen Weg nehme. Oh, ist da eine Blume? Oh, dass die immer zusammenpimmeln. Oh, die sind zu weit auseinander. Jetzt gönne ich mir den hinteren. Das war nicht unbemerkt ausschalten. Ah doch, guck mal. Perfekt. Hose brauche ich nicht. Ich nehme die Verkleidung mit. Und ich nehme die Knarre mit. So. Das ist das neue Hitman. Das ist quasi das alte Hitman. Aber mit dem neuen Modus. Also mit diesem Freelancer-Modus. So, sind schon mal. Ich will die Kröte da haben. Fast verraten, nur für diesen Frosch. Was? Tödlicher Giftfrosch. Witzig. Ich lass ihn frei. Okay, da vorne die Boys bringen mir nichts. Das heißt, die ganze Verkleidung hier bringt mir nichts. Interessant. Okay, ich bin hier in einem Gebiet, wo ich eigentlich aussehen müsste wie einer von denen da drüben. Okay. Das ist, Freelancer-Modus ist, ihr könnt quasi nicht speichern und wenn ihr drauf geht, habt ihr verkackt. Und damit müsst ihr dann leben. Und die Sachen, die ihr gefunden habt oder mitnehmt aus eurem Unterschlupf, die sind dann weg. Ist kackies, aber ist auch geil. Ich komme da nicht rüber. Ich will da hin. Dafür müsste ich da über die Brücke. Dafür müsste ich aber an diesen lila Typen vorbei. War einfacher als gedacht. Wie unbefugt bin ich denn hier? Weil hier stehen wir. Ah, ich bin sehr unbefugt. Kuckuck. Keine Chance da reinzukommen. Fuck. Das habe ich nicht kommen sehen. Warte mal, aber jetzt kann ich doch da rein. Oder. Ne, ich hätte gesehen, oder? Ja, ich werde auf jeden Fall gesehen. Ja, von da werde ich auch gesehen. Vergesst es. Okay, ich muss das anders machen. Entweder ich komme irgendwie hier durch. Oder hier drüben. Okay, wie komme ich an den vorbei? Ich könnte. Ja, die spotten mich so wie. Ja. Sir, you. Right
Come on out. You're only digging yourself into a hole here. Anyone copy? Still looking. No sign of trouble yet. He killed one of us! Your eyes open. You're here. You know it. See it. End him. Hey, hey, hey! Don't let him get away! Right there! Keine Fehlschüsse. Nun. Ich trau mich nicht. Dreht er sich um oder nicht? Ich bin sehr froh, dass die anderen das nicht gehört haben. Aber ich habe jetzt eine komplette Auswahl an Klamotten. Das ist ganz geil. Mhm. Da hinten sind sie. Ich kann jetzt immerhin die Klamotten hier tragen und ich kann die anderen Klamotten tragen. Das ist ganz gut. Jetzt kann ich entspannt gucken, wer mein scheiß Target ist. Guck, die interessiert das hier alle nicht. Guck mich mal trotzdem aus, Angst. Treibholzstamm. Hey, wieso juckt die das? Was ist mit ihm? In Ruhe. Ich will da hinten hin. Mit wann kann man Sachen kaufen in einer Mission? Mit dem neuen Update. Das jetzt letzte Woche kam. Dem Freelancer-Modus. So ein Roguelike-Modus. Okay, der sieht mich da drüben. Da kann ich betreten. Okay, wir sind zumindest schon mal nah an den ersten beiden Targets dran. Ich brauche meine Kamera. Zack. Brille, Ohrringe, Hut, braunes Haar. Scheiße. Brille, Ohrringe. Der hat bestimmt keine Ohrringe, oder? Das ist ein Kerl. Ich weiß nicht, ob die in dem Spiel tragen der Typen auch Ohrringe? Dann würde ich den erstmal rausnehmen als Verdächtigen. Voll gegen die Typen gelaufen, sorry. Okay, du bist der Nächste, dich sehe ich aber noch nicht. Ohrringe, braunes Haar. Oh, sorry. Ah, oh, sie war ein gutes Target. Hier darf ich nicht rein. Fuck. Okay, sie war gar nicht so bad. Da würde ich gerne hinterher. Was mir nicht gelingt wegen dieser scheiß
Kamera. Komm ich da vorbei? Der hat keinen Hut, der ist es auch nicht. Scheiße, aber der kommt direkt an mir vorbei. Ich hab verkackt, oder? Ja. Der war's nicht. Sie war's. Sie war safe. Ja, ist es nicht. Brauche ich mir keine Hoffnung machen. A burnerphone might be a way for you to manipulate the movements of our possible suspects. The target is trying to escape. Don't let that happen. Scheiße. Ich habe ein Problem. Return to the safe house. Collect yourself. I'll be in touch. Move it! Ich habe ja sowas von ein Problem. Wie ich hier mitgenommen? Ja. Ich muss so viele Waffen mitnehmen, wie ich tragen kann. Und vor allem muss ich jetzt hier weg. Scheiße, kompromittiert. Wo ist mein geiler Anzug? Hier, glaube ich, irgendwo, ne? Ja. Bin weg, tschüss. Das war immerhin der Richtige. Vor allem habe ich die Knarre auf dem Rücken. Ignorieren wir einfach. Okay, ich muss irgendwo raus. Ich muss jetzt mal zur Straße zurück. Die AK auf dem Rücken ist nicht hilfreich. Aber ich würde die gerne mitnehmen. Ich könnte jetzt einfach alles über den Haufen ballern. Das Risiko will ich eigentlich auch nicht eingehen. Oh, ich habe eine Wache noch nicht ruhig gestellt. Das sind 1000, die ich gerne mitnehmen würde. Komme ich weg, wenn jetzt hier gleich Leute rumschreien? Ja, ne? Scheiß auf die 1000, ich bin raus. Well done. Ist mir egal. This will make anyone think twice before turning to a life of crime. Scheiß auf die 1000 Punkte. Ich bin hier ehrlich. Ich wollte einfach nur weg. Schön wieder mit dem Bus geflüchtet. Ich sag ja, ich wäre kein guter Hitman. Das wird nicht funktionieren. Ich wäre viel zu ungeduldig und ich würde die ganze Zeit gesehen werden, glaube ich. Wahrscheinlich würde ich auch die ganze Zeit nur den Falschen umbringen. Ich wäre kein guter Hitman. So. Oh, was kriege ich? Oh, eine Kiste. Oh, eine dicke Kiste. Ich habe hier eine dicke Kiste bekommen. Belohnungskiste. Ui, Memo, ein Sturmgewehr. The assignment was a success, but the campaign geil. Is not over yet. We have uncovered plenty more collaborators with the defeat. Ich will die Scheiße hier Shooting Range haben. The stakes will be higher with the next available assignments. Think carefully when choosing your next step. Oh, Memo, guck mal. Schon 3 Knarren hier drin. Let's go. Läuft bei mir. Ich auch ein paar mehr.
Geil, aber noch keine Schallgedämpfte und noch keine Sniper. Sniper will ich haben. Ich würde mal gerne so ein paar Targets einfach wegsnipern. Was haben wir hier noch drin? Brennauslöser, Blendsatz, Betäubungsmittel. Okay. Rein in das nächste Ding. Ziel betäuben. Wache unbemerkt durchstellen. Ziel vergiften. Berlin, Miami, Paris, Sapienza. Da sehe ich mich. Boah. Auf Sapienza hätte ich Bock. Schalldämpfer habe ich nicht. Dartmoor. Boah, Dartmoor habe ich gar keine Lust. Bangkok, Dubai. Nee, ich will nach Sapienza. Sapienza ist eine richtig geile Map. Okay, Miami hat gelb. Warum ist Miami gelb? Berlin mal wieder. Berlin will ich nicht. Hier, Sapienza. Wache unbemerkt ruhigstellen. Ziel vergiften. Kein Kampf. Ziel vergiften. Betäubungsmittel. Oh. Prestige-Objekte. Warte mal kurz. You can pick one out of three for each mission. Immer Betäubungsmittel mit. Das andere ist Brechmittel, ne? Wie war das? Das hier war Brechmittel, korrekt? Brechmittel. Brechmittel, nicht Betäubungsmittel. Maschinenpistolenkill. Eliminieren Sie ein beliebiges Ziel mit einer epischen oder legendären Maschinenpistole. Okay. Habe ich nicht. Ich glaube, ihr seid nicht episch. Häufig. Es ist gelb, weil es auch so random alarmierte Gebiete gibt. Würde ich nicht als Showdown nehmen. Macht Sinn, dann werde ich es vorher wegmachen. Was haben wir hier? Eliminieren Sie ein Ziel, eine weitere Person mit einem Unfall. Oder jedes Mal, wenn Sie ein lautloses Ausschalten durchführen, wird der Timer zurückgeführt. Ach du Scheiße, die sind ja alle kacke. Innerhalb des Zeitlimits kann man bei mir vergessen. Okay, per Unfall. Boah, spannend. Ziel vergiften, Betäubungsmittel. Ich nehme Betäubungsmittel mit. Brechmittel. Okay. Kein Kampf. Unfall. I'll be in touch when you reach your destination. Okay. Unfall hatten wir bis jetzt ja auch noch gar nicht gemacht. Müsste das nicht auch super random sein? Also wenn da gar kein Unfallereignis in der Nähe ist, klappt das doch eh nicht. Also kommt ja auf das Target an, oder nicht? Boah, ich liebe Sapienza. Sapienza. Diese Map ist so ein Traum. Ich muss mein Messer mitnehmen. Oh! Jetzt hab ich direkt beim Versorger. Wehe, der hat so eine krasse MP für 5000. Naja, dann nicht. Okay. Teufelsenten-Fernzündersprengsatz. Tack-MP, taktische Schrotflinte. Okay, ich sammle ja die Enten momentan. Die ist legendär, Alter. Die nehme ich ja sowas von mit. Ich will eine legendäre Ente. Teufelsenten-Fernzündungssprengsatz. Deutscher geht das Wort auch wieder nicht. Okay, der Dude ist anscheinend gar nicht mal so weit weg. Der ist da hinten schon. Ich habe die Map so gerne gespielt. Kollateral geht, wenn du ein Target downst, eine Wache downst, sie auf den Haufen ziehst und dann mit einer Propangasflasche in die Luft jagst. Ja. Auch nicht schlecht. Okay, erstmal gucke ich mir. Kein Kampf, Wache unbemerkt ruhig stellen. Okay, Wache unbemerkt ruhig stellen. Kein Kampf. Da ist der Dude. Hi, Cookie. Ich würde sagen, den Dude kriegen wir mit einer Brechmittel-Dings.
Bei Zielvergifte Betäubungsmittel ist was anderes. Ja, ich werde ihn einfach mit einem Brechmittel abballern und dann gucken, wo der hinrennt. Wahrscheinlich gar nicht so bad. Kann ich durch die Scheibe schießen? Wozu habe ich die Knarre denn? Na toll. Danke für diese super Deckung, die mir nichts bringt. Ich habe nicht getroffen. Schön den ersten Schuss verballert. Fuck. Ich hätte jetzt gerne gesehen, wo ich hingeschossen habe an der Bank, ne? Wer bist du denn? Ja, anscheinend war ich nicht voll drauf. Das Spiel lügt. Scheiß Spiel. Ist das auch eine Wache? Das ist auch eine Wache. Okay, der läuft nur zwischen den beiden Orten hin und her. Ist ja interessant. Bin ich denn abgelenkt? Da ist noch mehr Wachen. Ja, hier stehen ja überall Wachen. Hello there. Ja, moin. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie viel Drop die Waffe hat. Ich würde die gerne irgendwie... Okay, da kriege ich den nicht abgeschossen. Da macht sie mir das kaputt. Außer ich stelle mich hinter den. Man, I feel so nauseous. Oh God, I'm about to spew. Wie er den Pfeil im Rücken hat. Oh. Das ist ja super gut. Hey, you okay? You need help. Now go and find it. Du brauchst Hilfe. Such dir welche. Auch geil. Das ist ja ein guter Aufpasser. Ich muss auf die Toilette, bitte. Okay. Türe schließen, bitte. Diese Kotzpistole ist ein Traum. Well done, 47. This will surely be a blow to the syndicate. Krieg ich natürlich jetzt nicht beseitigt, aber weg ist weg. Online gibt's nicht, nee. Aber ich habe mir überlegt, ob es nicht was für die Jungs wäre, mal auszuprobieren. Es liegt da eine Münze, ich will die Münze haben. Haut der mich, wenn ich ihm das aus dem Hut klaue? Hab ich ihm einfach mal Money geklaut? Oh, da ist ja schon der Nächste. Ist ja gar nicht so weit weg. Mann! Karen, geh doch weg. Da hinten. Frage ist... Schlüsselkarte. Okay, wo ist da hinten? Ach, das ist der Platz oben. Das heißt, ich könnte einfach einmal rumlaufen. Mir ein bisschen die Map angucken. Die Map ist so schön. Eine der schönsten Hitman-Maps, die es gibt. Darkmoor. Die ist auch super. Der darf so oder so gefunden werden, weil im Klo zu Drone als Unfall zählt. Das heißt, wenn ich die jetzt darauf hinweise, dass der da tot ist, zählt das dann als Unfallkill? Wahrscheinlich nicht, ne? So, da ist der andere Dude. Da, ich sehe ihn. Der Herr im Weißen. Ja. Der gerade... Weiß nicht genau, wo er... Toilet. Ah, das ist das wieder Aufpasser. Darf ich hier einfach dran gehen, ohne dass irgendwas passiert? Ja. Schamanenpulver, Sprengsatz, Blaubeermuffin.
So, er ist der Holger hier. Kann ich... Kann ich den Blaubeermuffin irgendwie vergiften? Das wäre ja super praktisch. Und ich muss noch 3 Wachen ruhig stellen. Okay, Wache ruhig stellen ist nicht das Problem. Muffin ist Nahkampf. Ja, aber ich würde das gerne... Oh, ich muss hier mal hinterher rennen. Ich will, dass er den frisst und stirbt. Klang jetzt irgendwie brutaler, als ich es meinte, aber... Ist der Map so hübsch? Okay, den brauche ich. Gucken wir uns erstmal an, wo der hingeht. Dass der auch immer mit ihr rumläuft, ist ja super unpraktisch. Ja, ey, wenn Pros Hitman spielen, ist es abartig. Es ist super geil, aber es ist auch super abartig. So, dann komme ich mir halt wie der größte Idiot vor. Aber macht trotzdem Spaß. Muss man ja auch mal so sagen, wie es ist. Ich weiß noch nicht, wie ich ihn da wegbekomme. Die Betäubungspistole wäre jetzt geil, aber die habe ich nicht mehr. Die würde mir einiges einfacher machen. Ich dich getrennt. Wahrscheinlich einfach snacken, während der hinterherläuft, oder? Genick brechen, fertig. Stimmt wohl, den Typen. Ja, true. Das Video muss ich mir nochmal angucken, das war super. Ich habe eine Münze, ne? Warte mal. Wenn ich ihm das Küchenmesser einfach in den Kopf werfe und weggehe, was halten wir davon? Das finden wir gut, oder? Quietscheente? Wir könnten auch die Quietscheente auf den werfen. Aber ich könnte auch das Messer nehmen. Wollen wir das Messer oder die Quietscheente nehmen? Messer ist natürlich einfach. Muss ich nicht zielen. Eine Ente habe ich noch nie benutzt. Ich weiß nicht, was das bringt. Quietscheente in den Weg legen. Ja. Kann es denn passieren, dass wenn die irgendwer findet, die mitnimmt? Wenn ich die Frau mit erwische? Okay. Wenn sie immer den gleichen Weg laufen, müsste sie ja hier wieder vorbeikommen. Die Ente ist schon cool. Aber es ist so eine legendäre Ente. Es fühlt sich so verschwendet an, wenn ich mir auch einfach das Messer in den Kopf werfen könnte. Ich weiß leider nicht exakt, wo sie langlaufen. Ja, wir sprengen die jetzt einfach. Richtig unauffällig. Wie geht denn das? Einfach jetzt hier so droppen und dann zünden. Warte mal, ich leg die einfach dahinter.
Nee, noch weiter dahinter. So. Komm, lauft eure Runde. Kommt zur Toilette. Sir, ja. The red tie. Smashing. You're welcome. Diese random Gespräche. Okay, sie kommen. Sie müssen ungefähr an dem Fenster sein, glaube ich, damit die sprengen können, ne? Ja, hier. Oh, sie kommen wirklich. Ich stelle mich dann einfach hier hinten hin. Dann sehe ich's ja. Oh, sie kommen. Oh, sie kommen. Moin. Excellent work, 47. You've spread fear within the syndicate. You should get back to the safe house. I'll contact you later. Ich hau jetzt einfach ab. Scheiß auf die Wachen. Ich hab hier mein Auto stehen. Ich bin einfach jetzt weg. Tschüss. Jetzt habe ich die Ente aber auch nicht mehr. Das ist ein bisschen belastend. Die war witzig. Oh. Ich habe einen neuen Bereich freigeschaltet. Oh. Mehr Ausrüstungsplatz. Die Ente war cool. Gute Fernsteuerente. Vielen Dank. Ich habe jetzt ein Badezimmer. Wo ist denn dieses Badezimmer? Warte mal, die Ente ist jetzt... Die Ente ist gone, ne? Ja. Mann, ich hätte gerne eine komplette Entensammlung. Wo ist denn das Bad? Das war meine Umkleide. Das ist der Kackraum. Hier ist... Hier. Weiß ich nicht. Draußen. Badezimmer. Aber warum? Zeitung. Okay, ich kann eine Zeitung mitnehmen. Okay, komischer Raum. Aber ich akzeptiere, dass er da ist. Was ist das denn? Eine Bar. Okay. Ich muss mal meinen Loot wieder abgeben, ne? Dich muss ich abgeben, dich muss ich abgeben. Bin ich noch dabei? Zeitung auch. Ja. Lager das mal da, wo es hingehört. Ich würde den jetzt, ich würde Miami jetzt mitnehmen. Damit ich das nicht als Showdown habe. Das ist nochmal Berlin. Ja, Miami machen wir jetzt noch. Sieht ein bisschen schwerer aus anscheinend. Wache eliminieren mit einer MP. Ja, machen wir nicht, weil ich habe keinen Bock aufzufliegen. Schraubendreher ist eigentlich immer brauchbar. Schalldämpfer Pistolenkill. Habe ich nicht. Hätte ich furchtbar gerne, habe ich aber nicht. Ach, das bringt mir alles nichts. Die Bude zu heizen muss ein Albtraum sein. Das ist richtig. Unfallkill können wir versuchen. Zeitdruck machen wir nicht. Okay, ist eh wieder das Unfallding und das andere können wir nicht machen. Zeitdruck ist Quatsch. So, lautloses Ausschalten. Ich kann eine MP mitnehmen, aber die bringt mir halt nichts. Kann ich die unter meinen Klamotten mitnehmen? Ne, die hab ich immer auf dem Rücken, ne?
Die kann ich einstecken, okay. Nehme ich die Seeker mit? Ne, ich habe Angst. Das erhöhtes Aufkommen, die nehme ich. Ich will die Waffe nicht verlieren. Ich glaube, die ist ganz geil. Okay, rein. Have a good trip, 47. Rein! Ist natürlich belastend. Das heißt, bevor ich flüchte, schieße ich schnell noch 3 Wachen mit der MP ab. Außer ich werde entdeckt, dann kann ich die auch direkt mit der MP umholzen. Dann ist es auch egal. Welcome to Miami. The syndicate is currently operating in the area. Find them and eliminate. Alles klar. However, this is no walk in the park. They are on high alert, so you need to be careful. Be careful, 47. Okay. High Alert, habe ich richtig Bock drauf. Aber ist okay, wir haben 6000 Knete. Ich guck kurz bei dem Versorger vorbei. Ob der irgendwas hat für 6k. Kamera ist egal, weil wir haben uns eh noch nichts zu Schulden kommen lassen. Moin. Okay, wir können Amputationsmesser. Oh, die hätte ich gern. Die steckt den nicht unter seine Klamotten, ne? Die habe ich instant auf dem Rücken. Ich falle doch, sobald ich die Waffe jetzt kaufe, falle ich doch auf. Oder bin ich blöd? Ich kaufe die doch und bin gebumst. Weil direkt jeder in meinem Umfeld sieht, aha, ein Spacken. Die ist geil. Du bekommst einen Koffer. Okay, ein Koffer ist was anderes. Aber da hilft mir die Waffe jetzt auch nicht. Das heißt, den Koffer kann ich auch irgendwo abstellen und dann am Ende mit rausnehmen. Ölkanister. Die ist halt nicht selten, die ist auch nicht selten. Naja, scheiß drauf. So, wo sind denn die beiden Boys? Penny Packer und Jacob Lofstedt. Wo ist der denn? Ah, der ist hier in dem Gebäudekomplex, ne? Ah, da hinten. Komm ich da rein? Dann ist ja eh egal. Komme ich übers Parking? Ich spiele mal ein bisschen die Map an. Komme ich nicht rein? Ich habe auch keine Brechstange. Aufbrechen. Wenn ich den Sicherungskasten ausschalte, könnte ich eine Leiche hier rum nach hier hinten ziehen. Okay, ich würde hier, den würde ich hinbekommen. Was liegt hier? Ziegel. Auch gleich diese scheiß Credit Card. Credit Card, diese Zugangskarte. Weiterziehen. Okay, einen Wachmann haben wir. Der siehst du schon mal gut. Die nehme ich auch mit. So. Nur gucken, ob ich hier irgendwas machen kann. Ich könnte mal wieder Feueralarm auslösen. Freunde, wir wissen exakt, wie das wieder endet. Da sind die Bänder, die sind egal.
Okay. Heißt, ich. Warte mal, wo ist denn. Hier ist die Treppe, ne? Aha. Scheiße, es sind super viele, die mich kennen. Diese erkennen. Authorized person. Darf ich hier sein? Darf ich hier nicht sein? Ich habe keine Ahnung. Okay, das Ziel kennt mich. Alter, wie viele Kameras hier sind, ist ja abartig. Ganz schlecht. Gut, dass die Kamera mich hier hinten nicht sieht. Geh nicht. Well done, 47. Oh, fuck. Willst du ihn verstecken? Nö. Okay, ich bin weg. Tschö. Das war Knäppkes. Ach, scheiße, da hinten ist der nächste. Wo ist denn der? Ah, nee, ist die andere Seite. Okay, ich muss die Seite wechseln. Da bleibt mir jetzt nichts anderes übrig. Tun wir das doch mal. Hätte ich mich als Ingenieur verkleiden sollen oder ist Security besser? Ah, schwierig. Ganz schwierig. Boah. Schönes Auto. Oh, Körper gefunden. Dum di dum di dum di dum. Mich nicht durch. Gut, den Security-Typen finden sie nicht. Jetzt wäre meine Ingenieursausrüstung aufgeflogen wahrscheinlich, ne? Oh, der ist da hinten. Okay, ich müsste... Da kann man rüber, hier kann man rüber. Okay, ich würde einfach einmal rüberlaufen. Also quasi einmal links lang. Oh, eine Kiste. Großer Fan von diesen Lootboxen. Schere. Hier muss ich eigentlich auch nicht rein. Doch, ich muss hier rein. Ich muss hier durch. Außer ich renne einfach einmal außen rum. Ich renne einmal außen rum. Komm ich hier lang? Da oben muss ich lang, guck mal. Denen ist alles egal. Zack. Ich muss da hoch. Puh. Scheiße. Ah, hier komm ich hin. Suchen mich ja nicht, deswegen ist es völlig Wurst. Oh. Das ist schon cool. Stellt er sich hier hin? Warte mal. Ich kann schubsen. Ich will schubsen. Oh,
hoffe, dass er nicht in die Kamera fällt. Das wäre ungünstig. Aber ich könnte seine Klamotten nehmen. Aber ich weiß halt nicht, ob mir das irgendwas bringt. Ich bleib mal Security. Ich glaube, Security ist ganz gut. So, jetzt muss ich ganz nach da hinten laufen. Gucken wir mal, ob ich da hinkomme. Dass er auf den Reifen landet. Ja. Er ist immerhin nicht in der Kamera gelandet. Schon mal okay. Darf ich hier rein? Ja, bestimmt darf ich hier rein. Okay, da hinten ist er. Das heißt, ich muss... Da ist er. Ich bin da oben. Hier rum und dann... Ja, okay. Da oben. Can you believe the nerve of that ticket tower? Er ist da. Direkt über mir. Okay, dann nehme ich doch mal. Fuck, die Tür schon zu. Warum sind diese scheiß Türen immer zu? Ist eine Etage höher. Quer mich nur ganz außen. Ist das das außen? Was ist das außen? Zwar hier. Jetzt ein Sniper und einfach von der anderen Seite den da oben wegknallen. Hier drüben ist wahrscheinlich auch wieder zu. Hier komme ich nicht rein. Toiletten bringen mir nichts. Und hier ist auch wieder zu. Okay, ich muss irgendwie eine Etage höher. Ist hier irgendwo eine Brechstange? Let me just repeat some ground rules for those of you new to endurance racing. You gotta cover as much ground as possible within the time. Ob er sich durchgängig da oben auffällt. Jetzt so eine Haftmine unter die Decke. Also. Okay, ich könnte ihn einfach wegballern. Oder ich suche eine Brechstange. Die zwei Möglichkeiten haben wir. Wenn ich hier anfange rumzuballern, habe ich ein riesiges Problem. Könnte ihn mit einer Schere abwerfen. Ich warte jetzt, bis der wieder hier hinkommt. Dann nehme ich die Schere und werfe ihm die Schere ins Gesicht. Ja, müsste ja funktionieren. Ich finde, die Idee klingt witzig. Dann muss ich halt mal gucken, wie ich das mit den Wachen mache. Machen wach. Da oben ist er. Die Entfernung kriege ich den nicht, ne? Nee. Kann ich auch einfach in die Menge werfen? Nee. Boah, der hätte ich so schön von da drüben einfach wegsnipern können. Ich brauche eine Sniper. Ist wahrscheinlich nicht bei jeder Map sinnvoll, aber hier hätte es funktioniert.
Candace Lee across the line, number one in Miami. Ja, die Wachen sind erstmal egal. Das sind 2000 Punkte, die ich noch mitnehmen könnte, ne? Wäre schon geil. Aber eigentlich will ich auch einfach raus, damit ich die Punkte safe habe. Das sind drei Dudes, die ich einfach umholzen könnte. Kamera ist mir egal. Darf ich hier rein? Moin. Ich würde das ja gerne noch schaffen jetzt mit den Wachen. Weil welche einfach wegknallen, ist ja eigentlich nicht das Problem. Autobatterie. Was will ich denn mit einer Autobatterie? Guck hier, so da. Krieg ich hin. Wie hoch ist die Chance, dass ich jetzt da reingehe? Die einfach wegknalle. Das ist schon eine scheiß Idee, oder? Ja, die MP habe ich in der Hand. Scheiße. Ist geflogen. Ich würde gerne die Punkte mitnehmen. Oh, da ist noch ein Tresor. Kombination aber nicht. Der Dude ist es. Auf den habe ich es abgesehen. Tresor für Punkte würde ich mitnehmen. Ach krass, okay. Ja, ich muss erstmal rausfinden, wo ich dann den Code dafür finde. Okay, habt ihr es mal? Der arme Kopiererboy, ey. Understood. You know what we call that? Out. We call that domestic terrorism.
Okay, ein unbemerkt ausschalten, zwei über den Haufen knallen. Also nicht den, sondern der auf der Map ist. Ah. Du meinst den hier. Ja, dann tun wir das vielleicht noch. Einfach dreimal den gleichen Typen ausgeschaltet. Okay, dann stelle ich mich mal hier kurz ein bisschen rein. Okay, die haben alle keinen Bock auf mich scheinbar. Auf die Punkte. Okay, dann würde ich gerne... Aber den Tresor brauche ich eine Brechstange oder so, oder? Oder kriege ich den einfach so auf? Habe ich aber fast scheiße gebaut. Wo ist denn der Tresor? Hier vorne links. Ah, fuck, der sieht mich. Ich habe das Gefühl, ich habe nicht mehr die beste Verkleidung. Moin. Nur die Kamera und das beim Öffnen nicht gesehen werden. Oh, krass, okay. Klingt machbar. Haben wir hier Schlüsselkarte. Kriegst du Bulli MP wieder weg? Ich darf das nicht mitnehmen, okay. Den Tresor. There's a safe nearby. You should be able to hack the code by examining nearby clues using your camera. Okay, welche Hinweise? Hey, see you for drinks afterwards at Shenanigans. Alter! Ich brauche andere Klamotten. Ich will den Tresor noch haben. Warte mal, ich gehe mal durch die... Ne, die sehen mich auch. Mann, ich habe scheiß Klamotten. Ist auch Security, ne? Ja. Das, was du nicht aufheben konntest? Okay. Der ist doch auch Security. Warum ist der bessere Security als ich? Der soll da rüber gehen. Ich trau mich nicht hier rein, solange der da steht. Das kann ich jetzt fotografieren oder was? Oh ja. Oh. Reicht das schon? Kann ich damit schon rein in den Holger hier? Ne, zwei verbleibende Hinweise. Okay. Das heißt, die sind hier in der Nähe oder was? Was liegt denn da drüben noch? Ah ja, ich sehe es, okay. Was haben wir hier? Ich kann hier einen Joint platzieren. Jetzt brauche ich noch eins, ne? Hier wahrscheinlich irgendwo hier unten sein. Oder auch nicht. Ja, hi. Wo ist denn das dritte? Akten, Tablets und Laptops. Die werden wahrscheinlich aber auch hervorgehoben, ne?
make me feel safe, sir. Wir hatten unten was, wir hatten hier oben was. Wo ist das letzte? Hier nicht. Der Typ fuckt mich gleich eh wieder ab. Das Tablet hatten wir. Wo ist das letzte? Ist hier irgendwer, der mich verrät? Nö, ne? Okay, dann suche ich mal ganz kurz hier. Das ist auch nicht. Wo ist das letzte Ding? Muss ich das ausschalten? Oh Gott. Aber auf der Map sehe ich es doch, oder? Ne, es ist unten. Die Map sagt, hier irgendwo. Oh. Ja, ich gucke nochmal gleich beim Tresor. Hier oben ist es nicht, weil das Symbol auf der Karte verschwindet. Ich sehe nur den Sicherungskasten da hinten. Hier. Also auf der Map ist ein Kameradaten. Wäre ja schon naheliegend, dass das wäre. Wir werden es gleich rausfinden. Ich werde es finden oder auch nicht. Und dann werde ich noch zwei Wachen abknallen müssen. Sind die Daten? Das ist der Sicherungskasten? Feueralarm? Okay, irgendwo übersehe ich Daten. In der Ecke vielleicht? Nö. Hä, irgendwo muss das doch sein. Ich bin doch nicht blöd. Auf dem Klo vielleicht. Warte mal. Es muss ja irgendwo sein. Ne, hier haben wir Joint platzieren, vergiften, Befestigung zerstören. Hier hatten wir eins. Was liegt da hinten? Asozial hinter dem Bildschirm. Wie lange dauert das, bis der Tresor offen ist? Reicht die Zeit, dass der Typ... Hallo Epsilon. Das ist die Miami-Mission. Ja, aber im Freelancer-Modus. Nicht die normale. Ja, ich werde den jetzt
einfach ausschalten, wenn der da steht. Dann werde ich einen Tresor knacken. Und die Kohle. Boah, 2.500. So. Und jetzt müsste ich noch die Wachen eliminieren und dann bin ich fertig. Dann werde ich aber auch nichts mehr spielen, weil ich habe Hunger des Todes. Ich brauche Mittagessen. Frage ist, ich werde mir jetzt irgendeinen Ausgang suchen, der frei ist. Den da hinten. Dann werde ich zwei Wachen mit der MP wegballern. Und dann werde ich mich verdrücken. That is the plan. I went by during a pit stop yesterday and it looks so futuristic in there. Hau ich noch zwei weg oder scheiß ich drauf? So, hier ist der Ausgang. Sind hier noch Wachen, ist die Frage. Ich will es jetzt nicht wegwerfen. Da sind theoretisch zwei Wachen. Die beiden hier. Lass mal da oben weggehen, ich will wissen, ob es geklappt hat. Ja, okay, ich bin weg. Alter Vater! Leck mich am Arsch! Das ist... Oh. Mörder mit Steel Achievement. Mhm. Wir haben sogar zwei erledigt. So, die Unfallscheiße ist immer kacke. Also, auf Zeit würde ich es niemals schaffen. Never. Das wird auf Zeit niemals funktionieren. Ich brauche viel zu lange für den Kram. Aber ist ja auch okay. Es hat ja funktioniert. Ja, vielen Dank. Ja, danke. Ausrüstungskapazität völlig für den Arsch. Boah, wir haben 11.000 Credits. Eine Brechmittelgranate. Okay, das ist geil. Chloroform auch geil. Da sehe ich mich. So, das geben wir aber alles mal ab gerade. Weil wir machen heute nicht mehr weiter. Das war mir jetzt alles aufregend genug. Und ich durfte sogar meine MP behalten. Das ist ja auch schon mal was. Das heißt, beim nächsten Ding können wir vielleicht... kriegen wir einen Sniper für 11k? In den normalen Leveln gibt es viele, die du easy unter 5 Minuten schaffst. Dachte ich nicht. Dafür bin ich viel zu aufgeregt. Dafür bin ich viel zu aufgeregt. Niemals würde ich das schaffen. Der hat 1 bis 3 in 43 Minuten gemacht. Ja gut, wenn du wahrscheinlich irgendwann mal raus hast, wie du die ganzen Leute umschiffst und sowas, dann, ja. Aber ich nicht. Ich bin dafür noch zu vorsichtig, glaube ich. So.
Ich schiebe euch mal weiter. Vielleicht wollt ihr ein bisschen Anno gucken bei Lena. Für mich war es das nämlich jetzt erstmal. Hallo, Ibims. Ibims in groß. So. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mal wieder. Auch wenn lange nichts mehr kam, aber es war sehr unterhaltsam. Vielen lieben Dank und euch noch einen schönen Sonntag. Macht's gut und bis zum nächsten Mal, ne?